Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Yada Cocoon, die Tamamayo-Legende. Ja, in der letzten Folge ist ziemlich viel passiert und es ist auch mehr in die Folge gekommen, als ich eigentlich ursprünglich geplant hatte, aber leider konnte ich nicht mehr vorher stoppen. Und ich wollte nicht so abrupt die Folge ohne Tschüss zu sagen beenden und dann gleich eine neue anfangen. Deswegen ist die Folge doch ein bisschen länger geworden. Und ja, in der letzten Folge haben wir, wie gesagt, viel mit den Waldmenschen gesprochen und ja, sind am Schluss bei Tatayamu angekommen, oder Totoyamu. Ja, und das ist nun mal leider der, ja, verwandelte Geist der Habgier. Und ja, der hat von uns den Tränenreis von Mabu bekommen. Und damit er uns was über das Kalabaskraut erzählt, er hat uns auch was gegeben, aber deutlich zu wenig, als dass es reichen würde, um das ganze Dorf zu retten. Er will uns aber mehr davon zeigen, wenn wir ihm mehr Schätze bringen, weil er ja leider der Geist der Habgier war, beziehungsweise immer noch ist, nur verändert und verflucht von Elrim. Und ja, er ist auch der Wächter des Gottesbaums und ja, wir sollen... Also wir vermuten, dass uns der liebe Totoyamu uns dahin führt, wo das Kalabas wächst. Das hat ja jedenfalls Gibara am Ende der letzten Folge gesagt. Wir haben jetzt auch was bekommen, diesen Heldengürtel, der wohl auch ziemlich... Huch, was gehst du denn jetzt an, Handy? Der wohl auch ziemlich wertvoll sein muss und der bestimmt Totoyamus Gier wieder erweckt und uns dann... und die seine Gier uns dann möglich macht, dass wir dann zu dem Kalabas hingeführt werden. Und wir vermuten, dass das Kalabas beim Gottesbaum wächst. Und ja, jetzt sind der liebe Grotta und die vor allen Dingen die liebe Ybarra, die kleine Hexe, in meinen Augen auf jeden Fall, auf die glorreiche Idee gekommen. Wir können doch einen Gott gefangen nehmen. Oh, das hört sich doch nach einem super Plan an. Tja, das hört sich doch schon danach an, dass das alles im Chaos enden wird, aber wir werden sehen, werden uns angucken, was das bedeutet, wenn wir einen Gott gefangen nehmen wollen. Ja, jetzt sind wir wieder bei Garai und wir sprechen nochmal mit ihr über den Gottesbaum. Wie dumm sie ist. Man kann den Gottesbaum nicht gefangen nehmen. Hast du nicht die alten Ruinen im Wald gesehen? Dieser Geist aus Gehenna Pale, was führt sie im Schilde? Aber wenn der Dorfobere es so anordnet, müssen wir gehorchen. Ja, wenn er es so anordnet, dann müssen wir es einfach machen. Super, super, super. Und dann fragen wir nochmal nach Ybarra. Ihre Vorfahren waren Alchemisten im uralten Königreich. Ihre Familie hat von jeher die wahre Macht über Syrus gehabt. Und mit den Dorfoberen als Galionsfiguren im Hintergrund gewirkt. Sie haben die Familien der Oberhäupter in allen Dörfern von Parel unterwandert. Zu viel Vertrauen in die menschliche Intelligenz ist das Markenzeichen von uns weisen Bestien. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir ohne die Gnade des Wissens nicht überleben können. Der Mensch ist manchmal schwach. Und manchmal eine gewalttätige Bestie. Ja. Die Entscheidungen, die im Ratssaal getroffen werden, sind unumstößlich. Doch es könnte sehr wohl ein blutiger Weg vor dir liegen. Wähle deine Schritte mit Bedacht. Tja, Garai, dass du uns das einfach machen lässt, das ist eigentlich auch heftig, dass du keinen Einspruch erhebst. Aber wie gesagt, das ist eine... das ist halt einfach so eine Rangordnung. Das wurde beschlossen im Ratssaal, das wird jetzt so gemacht. Egal, was es bedeuten kann am Ende. Ja, wir sehen hier Mabu und sie ist jetzt wirklich... Ich muss erstmal speichern, bevor wir weitermachen. Und sie ist jetzt wirklich total vermummt. Das heißt, der Fluchbrand muss sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten sein bei ihr. Aber gut, reden wir mit ihr. Oh, du hast ihm also den Ring gegeben. Das ist schon in Ordnung. Mach dir keinen Kopf darum. Ich denke, du hattest keine Wahl, oder? Tja, Mabuman hat immer eine Wahl.
Unseren Feinden lieben wir und für die Geplagten beten wir. Bewähre uns, den weisen Bestien, die Kraft, den Geist zu berühren. Ja, jetzt werde ich erstmal gucken, wen wir hier alles haben, ob die alle auch Fähigkeiten haben. Hier sehen wir von dem Radmole das Fleisch zu Stein, die Fähigkeit. Er hat die auch. Was anderes können die nicht? Nein. The Doc Q. Ach, hat sogar nicht, wie ich das erklärt hatte, dieses Punkt, 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 sondern dieses Strich, 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 Strich gefährlich, sondern es ist einfach gefährlich. Spezialangriff. Gefährlich verwunden. Vermindert die GP eines Gegners auf 1 und erschwert ihm einen Treffer zu landen. Also hat einen hohen Mana-Verbrauch, diese Attacke. Deswegen können sie auch nur einmal einsetzen. Aber wenn sie trifft, was sie sehr selten tut, steht hier, und erschwert es ihm einen Treffer zu landen. Es ist halt eine gefährliche Attacke, wenn sie trifft, aber ansonsten, wenn sie nicht trifft, bringt sie halt leider gar nichts. Das ist das. Und der Patagoga kann das auch. Genau. Dokambu, Windangriff. Was kann Beschreibung? Schützt vor Gift, Schlaf und Fleisch zu Stein. Ja, okay. Nach 3 Milligramm Verwendung wirkungslos. Das ist sozusagen ein Schild, der angewendet werden kann, aber lass mal kurz gucken, das ist Angriff, Verteidigung. Es wäre keine sinnvolle Vereinigung. Nee, gut, die werde ich jetzt alle zu Seide verspinnen. O Krieger der Gerechtigkeit, kehrt zurück dorthin, von wo ihr an Elrims Ort kamt. Gebt uns unser tägliches Brot. Gut, damit hätten wir Seide bekommen. Sei bitte vorsichtig. Ich versuche es mal, wo. Gucken, was sie noch zu sagen hat. Du willst den Gottesbaum gefangen nehmen? Und das soll die Diener des Waldes besänftigen? Und den Fluch von Alkana aufheben? Ich spüre, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Und da hast du leider nicht so viel Unrecht, Mabu. Sei bitte vorsichtig. Weil wenn Mabu das schon spürt, dann kann da nur was dran sein. Aber wir werden es sehen. So, jetzt speichere ich noch einmal schnell. So, wir werden jetzt nochmal ein wenig im Dorf rumgehen. Ich will mal kurz gucken, was für eine Seide wir bekommen haben. Lilienseide, das ist die 5 beste Seidenqualität. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch hier gesagt wird dazu, ob da überhaupt was zu gesagt wird. Hat der Dorfobere dir tatsächlich befohlen, den Gottesbaum gefangen zu nehmen? Leider ja. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich bin sicher, die ehrwürdige Hibara hat die richtige Entscheidung getroffen. Aber dann wieder. Kann ich jetzt noch mal? Es gibt viel, das ich sie lehren sollte. Sowohl als ihre Schwiegermutter als auch als Nagi-Frau. Wir sprachen über solche Dinge wie die Nagi, das Leben, deinen Vater und über mich. Ich wollte, dass sie begreift, dass es viele Arten gibt, wie man sich gegenseitig. Ich glaube, das kennen wir schon. Genau in dem Moment fühlte ich mich von Schicksal und Tradition.
Das erste Mal in uns. Ich werde ohne ja, deinen... Ja, das können wir auch schon. Okay. Das war nur der eine Satz, der neu war. Gucken wir mal, ob der liebe Schmied was Neues hat. Jeder hier hat sich vollkommen verändert seit dem Angriff der Onibubu. Alles fing an, als du in den Wald gegangen bist. Tja. Gucken wir mal, ob er neue Waffen hat. Nein. Rüstungen auch nicht. Andere auch nicht. Komm ein andermal wieder, wenn du eine bessere Waffe brauchst. Und gib acht. Kill mal. Papa, ich sollte wohl mal draußen im Garten das Feuerholz für die Esse aufstapeln, nicht wahr? Oh, da bist du ja wieder mal. Wie läuft deine Aufgabe so? Wie du sehen kannst, habe ich mich entschlossen, hier zu arbeiten. Ich kann auch hart arbeiten, wie du, Kumpel. Ich möchte nicht, dass meine Mama die Einzige ist, die jeden Tag den störrischen alten Kerl um sich haben muss. Was war das? Halt bloß dein freches Mundwerk, Herr Wichtigtuer. Echte Männer arbeiten mit der Hand und nicht mit dem Mund. Oh, die können sich ja genauso gut ab. Das ganze Dorf ist nervös. Ich würde mich nicht wundern, wenn ein Aufstand ausbricht. Und dieses haarsträubende Gerede, ein Opfer zu bringen. Auf jeden Fall sollten Mabu und die anderen besser im Haus bleiben. Ich werde nach ihnen sehen, wenn du fort bist. Mach dir also keine Sorgen, okay? Klar, Kämmer. Es sind so viele Erwachsene im Dorf in diese Gerüchte verwickelt. Es ist ungeheuerlich. Tja. Komm ein andermal wieder. Tja, ja, ja. Die Geschäfte gingen in letzter Zeit nicht so besonders. Mit diesem Ort ist es wirklich den Bach runtergegangen. So, wir können jetzt erstmal die Seide verkaufen. Und wir haben noch einen Skelettschlüssel. Oh ja, da können wir einiges verdienen. Sehr schön. Eigentlich muss ich nichts kaufen davon. Vorhanden 4 Stück. 0. Nee, eigentlich brauche ich es nicht. Ich habe noch das eine Likör noch genug. Das müsste erstmal reichen. Ach, du willst schon gehen? Wenn die Geschäfte so schlecht gehen, seid ihr Kokongo-Meister unsere einzige Hoffnung. Komm jederzeit wieder. Naja, ich habe ja gerade nur verkauft. Alle bleiben zu Hause. Das ist das Ende meines Ladens. Tja. Haus des Dorfoberen. Ja, da muss ich gar nicht gucken, wie der... Hier vorne nach unten zu gehen, das bringt nichts. Eigentlich müssten sie doch jetzt, jedenfalls einige schon aufgewacht sein, weil ich das Klaberskraut doch jetzt gefunden habe. Mammon, der himmlische Geist des Wissens, fiel auch herab zur Erde. Wir, die weisen Bestien, sind die Folge davon. Gefangen nehmen, ist das unsere Antwort auf dieses Unheil. Ich fürchte, dass uns eine Prüfung auferlegt wird, ob es Sinn hat zu leben oder nicht. Sieh dir nur an, wie friedlich die Gesichter der Schlafenden aussehen und die Geschichte derer, die übrig bleiben, sind von Angst und Zweifel verzerrt. Ironie des Schicksals. Die Dorfbewohner werden nur durch ihre Erbitterung angespornt, sich zu wehren.
Gucken wir mal, was in der Tratschkammer los ist. Hey, wie ist es denn so? Geht es deiner Mutter gut? Ha, du brauchst dir nicht um eine Spinnerei Sorgen zu machen. Aber ich glaube, du kannst dich nicht auf deine Arbeit konzentrieren, wenn die Leute ihre Nase in deine Angelegenheiten stecken. Du brauchst gar nicht erst reingehen. Es wird dir nicht gefallen. Ja, ja. Was willst du? Steh da nicht herum. Geh in den Wald, Junge. Meine Güte, wie unnütz du bist. Wenn du schon wie ein Held auftreten willst, dann solltest du dich erst einmal um alles kümmern. Und du solltest mal nicht so undankbar sein. Dann gibt es das Kalabaskrat also wirklich. Ich hatte von der ehrwürdigen Jebara nichts anderes erwartet. Das Dorf wird sicher und geschützt sein, solange wir auf sie hören. Wenn die Dinge bleiben, wie sie sind, wird Syrus letzten Endes vom Wald verschluckt werden. Wir müssen sie gefangen nehmen, damit wir überleben können. Und nur, weil das gesagt wird, ist das denn auch richtig. Hast du auch gehört, was die Bänkelsänger über Garai gesagt haben? Kann denn das wahr sein? Wer weiß, aber sie haben es gehört. Sie hören viel auf ihren Reisen. Es könnte schon wahr sein. Das heißt, das ganze Übel wurde von Garai verursacht? Nein. Ich zweifle nicht daran. Sie kam nach Syrus, um unsere Seelen zu rauben. Aber es war auch Garai, die die Schutzbarriere errichtete, als sie Onibubu angegriffen haben. Nun, vielleicht war das nur ein Trick, um uns zu täuschen. Wenn sie tatsächlich die Göttin des Todes ist, kann das schon sein. Doch was für ein furchterregender Gedanke das ist. Ich denke, wir sollten jetzt nicht rumsitzen und vor Angst zittern. Wir werden alle unsere Seelen verlieren, wenn wir nicht etwas tun. Ich bin sicher, die ehrwürdige Jebara wird sich einen Plan ausdenken. Immerhin war das mit dem Kalabaskraut ihre Idee, nicht wahr? Solange wir uns ihr anschließen, wird sie uns vor Unheil bewahren. Wir werden also den gesamten Wald gefangen nehmen. Könnte das bedeuten, dass... Du schon wieder. Du bist genau wie deine Mutter. Ihr könnt beide ganz schön nerven. Meine Güte, ihr seid so charmante Dorfbewohner. Du schon wieder. Du bist genau wie deine Mutter. Ihr könnt beide ganz schön nerven. Ja, das sagtest du bereits. Du bist Halbnagi, nicht wahr? Das bedeutet, dass du auf Garais Seite stehst. Nun, stimmt es? Ich hörte, du solltest irgendeinem Ungeheuer im Wald Tribut zahlen, damit du erfährst, wo das Kraut wächst. Ist das wahr? Du hast doch nicht etwa vor, den Schatz für dich selbst zu behalten. Ich kaufe dir das nicht ab. Ich wette, du hast dich mit der Göttin des Todes verbündet. Nun, wie dem auch sei, du und deine Mutter, ihr könnt euch nicht mehr lange so aufspielen. Oh mein Gott, was seid ihr bloß widerlich. Was, du schon wieder? Und, bist du schon irgendwie weitergekommen? Es stehen Menschenleben auf dem Spiel, weißt du, wie du weißt. Möchtest du von deinen Erfolgen berichten, wie man es von dir erwartet? Du und deine Mutter, ihr haltet uns doch nur zum Narren, nicht wahr? Aber du willst in diesen folgenschweren Zeiten doch nicht weglaufen wie dein Vater, oder? Wage das bloß nicht und... Uns bleibt keine Wahl, als uns auf dich zu verlassen. Meine Güte. Es ist einfach, immer auf denjenigen herumzuhacken. Meine Güte, Wahnsinn. Ja, jetzt kommen wir zum charmanten Leuchtturm. Leuchtturm, Wachturm. Der Spinnenwald? Bin nie da gewesen. Deshalb kann ich dir auch nichts erzählen. Der Gottesbaum ist ein Gott? Ehrlich? Bist du sicher, dass du das Richtige tust? Vielleicht treibst du das ganze Dorf damit ins Verderben. Also ganz ehrlich, Louis, da kann ich ja auch nichts für. Wenn das die Anweisung ist, was im Rathaus beschlossen wird, wird's im Rathaus beschlossen und darf nicht in Frage gestellt werden. Tja. Kelma ist schließlich doch nach Hause zurückgekommen. Bist du auch erstaunt, wie viel Hektik im Dorf entstanden ist? Ja. Natürlich alle Angst, ne? Wie bitte? Du willst das Vermögen des Dorfoberen gegen
Kalabas eintauschen, was muss das für ein raffgieriger Dämon sein? Meine Frau erzählte mir, dass Garay die Göttin des Todes sei. Was ist die alte Frau nun wirklich? Nun, die ehrwürdige Ibarra hat auch einen verwegenen Plan ausgeheckt. Alle Dämonen im Wald werden auf einmal bezwungen. Hast du dich mit Mabu wieder ausgesöhnt? Es muss schön sein, wenn man so jung ist. Der alte Mann auf dem Dorfplatz meint, Garay wäre die Göttin des Todes. Wie kann das sein? Arbeitest du auch für sie? Wir können euch Nagi nicht trauen. Ibarra weiß, was zu tun ist. Wir werden die Dämonen unterwerfen und die ganzen verdammten Wald dazu. Sie werden uns fürchten. Dass du bloß keinen Mist baust. Mein Sohn ist auf dich angewiesen. Wir könnten genauso gut den ganzen Wald niederbrennen und alle Dämonen gleich mit. Da müssen wir nicht hin, da ist niemand. Gucken wir mal, ob Poto noch was zu sagen hat. Was ist passiert? Haben die Waldmenschen nichts preisgegeben? Die Geschichte vom Baum. Der Gottesbaum. Er ist die weltliche Gestalt von Elrim, dem Gott des Waldes. Es heißt, dass alles in diesem Land mit diesem Baum begonnen hat. Aber kein Sterblicher hat ihn jemals zu Gesicht bekommen. Das heißt, außer Gi, dem Propheten der Nagi. Womöglich sah der Prophet Gi den großen Baum in seinen Träumen. Er sah genau wie ein riesiger Baum, aus dem man umgedreht hat. Daher nennt man ihn auch den Baum, der auf dem Kopf steht. Der Legende nach werden die Nagi von ihrem Fluch erlöst, wenn die Drachen des Lichts und der Dunkelheit vor dem Gottesbaum erscheinen. Komm nur jederzeit wieder. Der Wald erzittert. Es war noch niemals so schlimm. Ich fürchte, dass irgendetwas Schreckliches geschehen wird. Oh, und selbst Poto sagt das. Ja, ja, dann gehen wir jetzt nochmal auf den Dorfplatz. Fragen die zu diesen Geschichten, die sie erzählen, dass Garay die Göttin des Todes ist. Der Gottesbaum, den hat nie jemand zu Gesicht bekommen. Was wirst du denn tun, wenn du ihn findest? Bestimmt hast du nicht vor, ihn gefangen zu nehmen, oder doch? Wie schrecklich. Wie kann eine weise Bestie nur etwas derartiges sagen? Der Himmel möge uns bewahren, schreckliche Dinge werden passieren. Die Leute von Syrus denken nicht richtig nach, wie die Dinge auch stehen mögen. Hinter den Kulissen zieht eine Tochter aus Gehenna Pale die Fäden, oder? Nun, vielleicht ist das auch eine Eigenheit der weisen Bestien. Diese alte Nagi-Herumtreiberin namens Garay. Anscheinend ist sie keine gewöhnliche Nagi-Frau. Man munkelt, dass sie drüben im Nagi-Dorf Hebamme gewesen ist. Weißt du, was das bedeutet? Es heißt, alle Nagi seien die Inkarnationen von uralten Geistern und deren früheres Leben hat großen Einfluss auf ihren Beruf in diesem Leben. Also, was könnte eine Hebamme in ihrem früheren Leben gewesen sein? Es wird behauptet, dass Hebammen die Reinkarnation des himmlischen Geistes Azura seien. Der himmlische Geist Azura ist der Diener des Gottes, der eine neue Seele aus einer alten gewinnt.
auch bekannt als die Göttin des Todes, allerdings ist das nicht mehr als Hörensagen. Gut, das kennen wir schon. Der Gottesbaum, wie bitte? Willst du sagen, du hast davon noch nie gehört? Das ist der riesengroße Baum, in dem Elrim haust. Es ist die Quelle allen Lebens im Lande Parel. Aber nur im Tode wirst du ihn je erblicken können. Hör zu, mein Lieber. Du solltest dich keinesfalls auf die Suche nach einem früheren Tod begeben. Es gibt viele Möglichkeiten der Gefangennahme. Der berühmteste davon nannte man die Tat von Gehenna. Die göttliche Barriere im Wald wurde durch die Alchemie Gehennas errichtet. Man nennt sie auch Kräfte der Tat von Gehenna. Nur Abkömmlinge von Gehenna Pale können die Tat von Gehenna durchführen. Die Schamanin Yebara, sie stammt zweifellos von Gehenna Pale ab. Welch schreckliche Dinge mögen uns erwarten? Ich frage mich, wer wohl geopfert wird. Hör mal, mein Lieber, du musst gut aufpassen, wohin du gehst. Es heißt, dass die Gefangennahme durch die Tat von Gehenna ein Opfer erfordert. Okay, es muss also jemand geopfert werden. So, gut, das kennen wir auch. So, jetzt muss ich noch im Inventar was kontrollieren, weil wir haben ja noch zwei Sachen bekommen. Hier ist noch das Kalabas. Grundstoff für Kalavas Pulver weckt angeblich Schlafende auf und kuriert die Kranken. Meistergürtel. Meistergürtel bei den Parel meisterhaften Meisterschaften im Ring. Er vermittelt schwärmerische Erinnerungen an Grotas Jugend. Und das Fangamulett. Amulett, das die Essenz der Tat von Gehenna enthält. Fängt den Gottesbaum ein, die irdische Inkarnation Gottes. Eieiei. Ja, aber was das bedeutet, den Gottesbaum zu fangen und ob uns das gelingt oder ob etwas Schreckliches passieren wird, wie Mabu und Poto das gesagt haben. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann und ciao.